Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Nein, ich verarsche euch nur. Nein, ich habe euch ja nochmal ein Let's Show versprochen, weil ich ja euch nochmal hier unser Häuschen, mein Boot zeigen wollte. Und wir spielen jetzt mittlerweile auf einem anderen... Ja, Server ist falsch gesagt. Wir spielen auf einer anderen Welt. Und da dachte ich mir, komm, jetzt hast du mal ein bisschen schon wieder auf der anderen Welt gebaut und gebastelt. Jetzt zeigen wir euch mal, was da Sache ist, beziehungsweise was heißt euch, was heißt hier, ich spiele ja nur alleine hier, ganz alleine, ihr könnt euch noch erinnern, hier ist mein Häuschen, war schicke mit Bar, ist Boris noch da, ja, Boris ist auch noch da, ich war hier schon lange nicht mehr gewesen, auch auf meinem Schiff nicht, da dachte ich mir, gucken wir doch mal schnell rein, ich werde es auch zwischendurch drin schneiden, damit euch die Wege erspart bleiben, ein paar, zumindest, ach ja, kickt mal hier, haben sie schön gebaut, oder? Möpse und sowas alles an meinen Figürchen dran, die standen eigentlich früher mal freistehen. Da hinten sollte ich eigentlich noch einen Bowser, wollte ich mal einen Bowser bauen, wurde aber der Server gewechselt. Naja, so schnell wurden mir die Rechte entzogen. Nein, Quatsch. Das waren meine Pixel-Arts, die ich hier gebaut habe. Aber jetzt kann ich euch ja auch mal mein Schiff und mein Herrenhaus, was hier übrigens steht, zeigen. Beziehungsweise soll ich euch bei dem Herrenhaus zeigen. Es hat dunkle Geheimnisse, trägt es bei sich, beziehungsweise in sich. Die wir noch ergründen können. Was heißt dunkle Geheimnisse? Naja, es ist innen drin nicht eingerichtet, Alter. Wir wechselten den Server und ich habe nur dazu gekommen, ich glaube, zwei Räume einzurichten, soweit ich noch weiß. Das sollte hier mal ganz edel werden. Und nachher, dieser Pöller war noch da, damit mich hier keine Monster von hinten überraschen. Die Küche ist eingerichtet, das stimmt, das war noch so. Und hier die Bibliothek, schicke Sitzecke. Zwar alles zugig, aber steht. Hier war auch mal so ein Enchantment-Altar, was es nicht alles hier gab in meiner Bude. Das war ganz schick. Auf jeden Fall hier alles hochgestöchert. Man hätte hier ein... Ich kann die Monster ja nicht hier ausstellen. Ja, hier ist die Küche, hier ist ein... Da stand mal ein halber Kühlschrank, der wurde dann zu diesem Ding umgeformt. Und da ist ein Zombie. Yay. Und das dunkle Geheimnis, hier wäre eigentlich eine Wand hingezogen. Und du kannst dich mal eben in Ruhe lassen. Nein, nein, nein. Da komme ich nicht nach. So, ich habe hier meine Monsterfalle unten reingebaut. Schick, kann man hier jetzt gerade sehen mit den Spawning-Etagen. Na, fall doch mal runter zu demonstrieren. Jui, dankeschön. Einmal zu Demonstrationszwecken runterfallen, einmal zeigen hier, ne? Alles schick, da habe ich hier ein ganzes Lager drin unten. Habe ich auch meine ganzen Sachen eigentlich gelagert. Habe ich noch alles Schickes hier? Habe ich noch hier irgendwo Metall? Ich brauche ein Schwert. Leute, ich brauche ein Schwert. Schwert, 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 Fisch. Ich will mir keins aus mit, aus, da backt gerade ein Zombie herum. Brennt ja auch noch, schick. Mein Hühnchen ist auch noch da. Das habe ich gemacht, um die da reinzutreiben, damit, dieses Loch, damit sie hier reinfallen. Aber irgendwie, ach, schau mal an. Da ist der erste verbrannt, hat er was gedroppt? Nein, natürlich nicht. Es war einfach nur zu Demonstrationszwecken hier. Ich habe kein Schwert hier, das ist unglaublich. Habe ich denn? Ja, ich habe wenigstens ein Crafting Table. Weil ich muss jetzt noch ein bisschen reisen, um euch den Server eventuell ein wenig näher zu bringen. Und zu dem Zwecken gehe ich dann mal. Oh, ich kann auch noch eben das hier zeigen. Da ich hier auch Spawning Grounds habe und da oben zum Beispiel eine Spinne sitzt, die mich jetzt gerade nicht sieht. Die fallen dann eigentlich hier demnach runter. Oder auch andere Viecher und haben dann schon so einen großen Schaden, die klatsche ich dann da oben einmal um. Zum Beispiel wie jetzt. Da kann ich auch den Scheiß aufsammeln. Oder eben meine XP. Wie mir dann halt das beliebt. Ja. Das ist mein dunkles Geheimnis in meinem Herrenhaus. Naja, was habe ich euch noch zu zeigen? Wir können noch gleich in die Winterwüste reisen. Wir können euch das Gemeinschaftsgebäude des Servers zeigen. Auch nicht uninteressant. Den hohen Turm, da gehe ich sogar mit euch zu Fuß hin, aber zu der Eiswüste tue ich es nicht. Mir fällt auch gerade nicht das Wort ein, um die Portale zu nutzen, um dorthin zu gelangen. Und ich habe gerade eben Post bekommen. Naja, da ist mein Schiff, ohne Fassade. Yay, ich kam ja leider nicht mehr dazu, es zu Ende zu bauen. Normalerweise hätte ich noch die Fassade hier rumziehen müssen, den Löwenkopf und das Logo da reinmachen müssen von dem One Piece Schiff. Aber da ich dazu nicht kam, da das auch mein größtes und aufwendigstes Projekt war, naja, was will man machen, ne? Da fehlen noch einige Details, die eigentlich dazugehören. Aber naja, sie sind nicht da.
apropos da gesagt, bevor dann irgendwelche sich anscheißen und sagen, das sieht in den Cartoon-Serien, ach guck mal, hier kann man die sogar noch original schön sehen, ohne dass da mal ein Pimmel oder so dran gemalt ist. Danke, liebe Serverfreunde, dass ihr das gemacht habt. Kann man es mal hier noch so sehen. Und bevor sich hier jemand anschließt, das sieht gar nicht so aus wie im Original, das sieht ganz anders aus. Ich habe es nach meinen Vorstellungen die Schlafräume gebaut und luxuriös, so wie ich bin, habe ich sie auch schön gebaut. Hier, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder das sind. Jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht. Hier schöne Essecke, da können sie alle pennen, Aquarium, alles tutti. Wir flüchten uns in eine andere Existenz. So, dann hatten wir hier noch auf meinem Schiff das den und diesen Wasserchillraum. Ich habe das ja nach den Plänen gebaut, wie die auch im Anime standen. Eigentlich ganz nett gemacht. Ich fand's auf jeden Fall cool. Ich find's auch jetzt noch cool. Ich bin auch mal froh, wieder hier zu sein. Und habe sogar noch auf der Fassade hier hier hinter diese Lagerräume für Schätze oder was weiß ich nicht gebaut. Also da auch in meinem Texture-Pack die Truhen so aussehen, als wären es wirklich Schatztruhen, habe ich gedacht, ja, das sieht fett aus, kannst du so lassen. Kannst auch noch in den Chillraum reingucken. Und sonst kannst du hier rumgehen, hast du noch den anderen Ausblick, ne? So wie das halt ist. Ich brauche dringend was zu essen, sonst kratze ich gleich ab. Haben wir noch etwas im Inventar? Natürlich nicht. Gut, denn nachdem ich das Schiff eigentlich so auch beendet gleich habe, werde ich euch dann in einen kurzen Schnitt hinterlassen und werde euch dann als nächstes am Gemeinschaftsturm begreifen, beziehungsweise kurz davor. Das ist die Kantine, übrigens, für Sanji, der sich dann hier zurecht tüffelt. Ich weiß nicht, wie sie im Original aussieht, ich habe sie mal so nachempfunden. Können sie dann sitzen mit schön Kühlschrank dran, hier ist er wenigstens noch vollständig und hier haben sie auch schön Mucke. Und hier ist dieser komische Fischtank, also wenn ich jetzt hier runterspringe, können wir dann den Unterwasserchillraum sehen. Alles fett, alles geil, richtig gut, alles mit Lowstone beleuchtet. Oh, ich komme nicht mehr hoch. Oh, nicht ertrinken, ich habe doch sowieso kaum Leben. So, so. Nein. Hoch. Ah, oh, Gott sei es gedankt. Verfügter Fischtank. So, hier ist die Leseecke und die Essfressecke von den Leuten, ne? Dazu mal so viel. Hier haben wir dann noch dieses komische Deck. Ich weiß nicht, wozu es gut war. Auf jeden Fall haben wir auch hier diese Bibliothek oder das Büro von Chopper. Habe ich einen Brunnen reingesetzt, weil ich jetzt nicht mehr wusste, wie man das designtechnisch am besten machen kann. Plus dann eben so einen Rundgang, um wieder ein bisschen Aussicht. Oh, hallo Herrenhaus. Hallo, ihr Figuren von Nintendo. Bis auf du bist von Sega. Das sieht echt aus, als würde jetzt gerade Samus auf Marios Kopf schiffen. Das ist gar nicht klar. Und mein luxuriöses Apartment, mein Loft. Dann können wir nochmal eben kurz darüber gehen, haben wir einen besseren Ausblick. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich das andere ausdesignt habe. Naja, wir werden sehen. Ich baue auf jeden Fall viel und gerne in Minecraft. Auf dem anderen Server habe ich jetzt noch nicht viel gebaut, obwohl wir eigentlich da viel, auf der anderen Map sage ich es mal so herum, obwohl wir da eigentlich viel und noch und nimmer mehr zu tun haben. Ja, hier sind wir auf dem ersten Mast. Und da kann man auch den anderen reingucken. Ich gehe da einfach gleich mal hoch. Ich glaube, da habe ich aber noch keine Inneneinrichtung betrieben, aber wer weiß das schon. Was haben wir denn noch auf meinem Schiff zu gucken? Wir können uns noch die Frauenschlafzimmer angucken. Habe ich auch nett gebaut. Also für meinen Geschmack her, das ist schon extrem lange Zeit, da ihr auch mal berücksichtigen müsst. Das musste man alles hier von Hand abtragen. Wir waren jetzt nicht in einem Creative-Modus und müssen das hier demnach selber so zusammenspielen. Da waren wir schon drin, dann wackeln wir nochmal eben den höchsten Mast hinauf und gucke mal, ob ich da schon was eingerichtet habe. Ich glaube nicht. Oh, hier habe ich noch eine Lücke gelassen, weil ich da die Masten noch am Bearbeiten war. Schlampig. Obwohl auch eigentlich nicht, weil ich noch das Logo da reinmachen wollte, aber ich habe es noch nicht getan. Ich habe es erstmal provisorisch dahin gebaut, um zu gucken, oh, sieht das aus, kann man das so lassen? Ja, hier ist ja, glaube ich, eigentlich der Trainingsraum von Zorro, soweit ich das noch weiß. Und warum hier ein Loch drin ist, weiß ich jetzt gerade übrigens nicht. Auf jeden Fall riesig hoher Ausblick, noch höher als mein Haus. Krasse Scheiße. Also hier habe ich schon echt viel Zeit investiert. Habe ich jetzt aber auch, glaube ich, schon zum fünften Mal gesagt. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Die Mädchenschlafräume. Let's Play Minecraft. Ich glaube, mit so einem Scheiß werde ich nicht anfangen. Ich mache euch dann lieber ein Let's Show, was ich als schon mal alles gebaut habe. Ich glaube, das ist wesentlich interessanter und da kann ich das auch vielleicht. Da werde ich es dann auch in 40 Minuten verfolgen. In 7 Meets.
Alter, was ist mit mir los? In 47 Minuten Folgen verpacken. So, hier schlafen die beiden Mädels. Da wusste ich zufällig noch, dass es zwei sind. Nico Robin und die Rothaarige. Die haben sogar einen eigenen Enchantment-Table. Ich werd verrückt, was sie nicht hier alles haben. Plus ganz viele Bücher, weil die Nico ja so belesen ist. Und falls mal ein sonniger Tag ist, nicht so wie jetzt. Na gut, jetzt ist einfach nur Nacht. Haben sie sogar hier, ja, es regnet sogar. Haben sie sogar hier eine Chill-Ecke. Können sich hier hinpflanzen und mal ihren nackten Bubis gegenüber den guten Kollegen schmeißen. So, und das war es auch eigentlich schon, was man am Schiff euch zeigen kann. Mein Gott, ich laber wie am Fließband. Das ist ja... Alter, ich breche mir sämtliche Knochen für euch. Das ist ja unglaublich, was ich hier alles zu labern habe. Laber, laber, laber. Ich frage mich gerade, war die Schafsfarm eigentlich so groß beim letzten Mal, beim letzten Show? Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Naja, auf jeden Fall, meine Schafsfarm, die war so groß. Oh, ich kann nicht rennen. Nein, 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 nein. Ach, ficken. Naja, was soll man machen? Es ist halt ein Survival-Server und kein Creative-Server. Komm, hau ab. Hau ab. Ich brauche was zu essen. So, hier habe ich euch, glaube ich, alles gezeigt. Bei den Schafen ist das halt die Tatsache, ich habe alle Farben hier auf der ganzen Farm, bis auf da, wo die Wichse hier niedertrifft. Da sind die Schafe nämlich dank denjenigen, die das hier aufgebaut haben. Ups, sind hier die Schafe dort ausgebrochen. Ja, jetzt habe ich Hunger. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, um Zeit zu sparen, vor dem Gemeinschaftsturm. Wieder der liebe Server-Ersteller Superbatzek, glaube ich, war das jetzt? Ich bin mir da unsicher, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall unser lieber Server-Ersteller erbaut hat. Bis gleich, Leute, haut rein. So, da sind wir auch wieder back. Wieso sah ich das überhaupt? Für euch ist das nur eine Sekunde gewesen. Da türmt sich schon für uns dieser Turm der mächtigen Gewalt der Männlichkeit auf. Und wir gucken mal, was dieser Turm uns so an Überraschungen bevor enthält. Das sind so diese Kleinigkeiten, die ich euch beim letzten Mal nicht gezeigt habe. Da nämlich hinter uns die Stadt liegt, die ihr schon beim ersten Mal gesehen habt. Da oben, da, da haben wir das erste Let's Show gestartet. Wunderbar, oder? Ich habe mich mittlerweile durch die Nacht durchgeschlachtet. Ich hoffe, da komme ich jetzt rein. Fuck, das war jetzt schon beim letzten Mal so ein Problem. Als ich das Let's Show schon mal machen wollte, da ist die Aufnahme verkackt, da sollte ich eigentlich eine Werbung für den Server machen. Naja, vielleicht wird ja dieses Video dafür genommen. Vielleicht ändere ich es auch nochmal ab, wir werden sehen. Da steht auch irgendwas auf dem Boden, so ein Kackhaufen, so wie ich sehe. Ich hoffe, ich komme da jetzt rein, ohne was abzubauen. Und wenn lieber Server-Ersteller, die Namen möchte ich hier nicht nennen. Darum wurde ich gebeten, das respektiere ich auch. Hier steht ein Enderdrachenei herum. Ich hoffe, das kann ich abbauen. Das gehört nämlich eigentlich nach da oben hin. Kriege ich das jetzt? Es ist disappeared. Naja, ich komme hier so nicht rein. Ich werde es jetzt einfach mal abbauen. Und dann setze ich das mal wieder hinein. Tut mir leid, lieber Server-Ersteller. Ups. Ich wollte da kein Let's Play rausmachen. Wo ist die andere Platte? Ja, damit. Oh, Entschuldigung. So. Da haben wir's. Bin ich jetzt im Fernsehen? Jo! Sag mal allen Hallo. Jetzt ist er im Fernsehen. So, was ist denn der höchste Stock hier? Ah, gehen wir mal in den. Huch, war das schon? Wie? Hier ist ja nix. Ja? Forschung. Bestimmt freuen. So. Ja, dann gucken wir mal in die Forschung. Das ist aber eine leere Forschung. Das ist eine schwache Leistung. Projekt Ascension. Hier ist so weit. Ne, komm, so gut kenne ich mich ja auch nicht aus. Ich weiß doch, hier gab es irgendwo so eine Art Dancefloor und Besprechungsraum. Mal gucken, ob ich den finde. Loft. Das ist. Ja, komm, dann zeige ich euch das Loft. Der Mod ist auch cool, oder? Dieser Fahrstuhl-Mod. Ne? Ne, ist eine sehr coole Sache. Das hat unser lieber Server-Ersteller, der auch gerade hier geschrieben hat. Der Surprise Batzek. Genau, Surprise Batzek.
So hieß er. Der wird sich... Da ist das Drachenei. Ich hab das... Ich hab's gerade noch unten gesehen. Das bin ich irritiert. Das ist ein Loft. Sehr geil gebaut. Wir leben hier alles stil und prunkvoll. Auch gar nicht übertrieben. Komm, wir baden und kacken jetzt mal hier in den See rein, falls er damit für verantwortlich war, dass meine scheiß Pixelfiguren so zugeschissen worden sind. Naja. Gut, denn ich würde mal so langsam sagen... Begebe ich mich jetzt schon? Ja, komm, wir begeben uns jetzt in das andere Feld hinein, in unsere neue Umgebung der anderen Server-Map. Ich beziehe mich gleich mal kurz. Obwohl, komm, wir machen noch eine alte... Hast du heute schon etwas Lustiges gemacht? Puh, Leute, beantwortet es mir. Ich komme nicht mehr runter. Das ist jetzt fail. Ich komme hier, ich komme hier nicht mehr runter. Ich will nicht springen. Das war schon beim letzten Mal, als ich das getan habe, fatal. Gut, wenn ich jetzt Anlauf nehme, das könnte ich überleben. Ich bin jetzt todesmutig. Ah, das... Das überlebe ich sogar, das überlebe ich. Oh, ich hänge. Hey! Stopp! Leute, was ich alles für eine Action... Hey, Squids! Was ich alles für eine Action für euch mache. Komm, wir gehen nostalgischerweise nochmal durch die Stadt zurück. Und weil ich nämlich noch ein paar anderen... Dann solltest du dir etwas Mut antrinken. Lieber Surprise Buttsex, was glaubst du, was ich gerade mache? Mein guter Freund, wa? Er wird mich bestimmt... Alter, du hast mich ver... Der Arsch, der hat mich... Was hat er mit mir gemacht? Jetzt gehen die Frames runter, deswegen. Was für ein Arsch. Schreibt alle in die Kommentare. Surprise, Buttsack, du Arsch. Du sollst ihn nicht hier vergiften oder besoffen machen. Alter, das geht gar nicht. Und ich kann gerade nicht schreiben, weil ich am Schwimmen bin. Und wenn ich jetzt schreibe, dann gehe ich unter. Ja gut, das kann er nicht wissen, aber... Alter, ich werde die Hucke jetzt voll töffeln, wenn ich auf dem Land wieder stehe. Ist mal schön wieder auf dem Server. Wow, es ist fast unmöglich, so zu arbeiten. Ist nicht wahr, ach. Ist nicht wahr, mein Freund. Smaragd-Hure wieder stehen. Nettes Gimmick fürs Let's Play. Ach, Let's Play. Ich spiele doch nicht Let's Play Minecraft. Es sei denn, ihr wollt halt so, dass ich euch hier Let's Play biete, aber ich bezweifle das, weil Minecraft ist eher, ich glaube jetzt mittlerweile wirklich, kann man so sagen, Gronks Metier. Ich weiß, dass auch viele andere das spielen und auch ihre Sache wirklich gut machen. Das würde ich auch tun. Aber dazu gesagt muss einfach sein, Minecraft ist einfach totgetreten. Hoffentlich komme ich hier jetzt wieder rein. Wo bin ich hier? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach so, hier. Minecraft ist einfach jetzt mittlerweile totgetreten. Für die Privatspiele ist es gut, aber für YouTube ist es eine Sache, die müssen wir nicht machen. Es gibt ein paar neue Dinge, die ich aber noch hier in der Stadt gesehen habe. Was auch nicht uninteressant ist, jetzt vielleicht mal gleich für den Surprise Buttsex, weil hier brennt nämlich ein Dach. Warum auch immer, es brennt. Beziehungsweise die ganze Inneneinrichtung brennt. Ist nicht mein Verdienst. Ups, Entschuldigung. Boah, dieses ganze Rumgespubel hat mich besoffen gemacht. Was für ein Spacko. Nee, ich hab hier noch vorhin... Oh, guck mal, einen halben Totenkopf. Tiamo, Tiamo, Tiamo. Ach, da baut er sich auch noch was. Ich hab noch, ein paar Dinge hier habe ich noch zu zeigen, dann können wir auch wieder zurück zum neuen Server. Server, ich sag immer Server, zur neuen Map. Du bist schon im Fernsehen, du Spacko. Hier sollte man nicht reingehen. Das ist so ein Troll. Wenn man da reingeht, passiert was ganz Schlimmes. Falls irgendeiner mal irgendwann von euch auf diesen Server kommt und dann sich denkt, ach, dann hat der liebe Legendary dahin gesagt, nur damit wir da nicht reingehen. Da sind bestimmt ein Haufen Diamanten drin.
Mach das doch mal. Ist mir egal. Ich habe das einmal gemacht. Ich wurde Gott sei Dank wieder rausgefischt. So, ich habe hier noch den Leuchtturm gesehen. Den wollte ich mir mal eben angucken. Oder? Gucke ich mir den jetzt an? Und Dave hat hier noch ein schönes Häuschen gebaut. Jetzt scheinbar auch vollendet. Damals war es nämlich nichts. So, das habe ich mir auch noch nicht angesehen. Aber ein Leuchtturm, ja gut, ein Leuchtturm ist nicht uninteressant. Ich habe nämlich auch noch einen Leuchtturm bei mir stehen. Auf der anderen Map, wo wir gleich hin switchen werden. Aber derweil zeige ich euch lieber nochmal eben als letztes von dieser Map. Dann gehen wir nie wieder hin. Es sei denn, es würde irgendwo eine fette neue Erneuerung geben. Ah, ich hab Durst. Was ich immer mal zwischendurch bezweifle. Jetzt kriegt mir die Cola an den Finger. Oh, verschluckt. Was für eine Kacke. Ist irgendwie so ein Untergrund. So, dann klicken wir mal eben noch bei Dave rein. Ich glaube, der hat damit keine Probleme. Wir machen eben hier durch. Oh. Schicke Einrichtung. Wird wohl schon noch eingerichtet oder wird vermietet. Dave verlangt viel dafür, falls du es siehst. So, aber hier scheint weiterhin nicht zu sein. Aber trotzdem eigentlich cool gebaut. Sieht von außen sehr cool aus. Weil den Rest, den haben wir ja eigentlich schon gesehen. Da hinten ist jetzt Daves große Baute. Steht hier auch nochmal dran. Psychos Palace. Yay. Und da ist der große Creeper. Dann bitten wir doch mal den lieben Surprise Sack, der ins Fernsehen unbedingt will. Da noch nicht den Unterschied zwischen Fernsehen und YouTube verstanden hat. Dass wir wieder zurück wollen. Einmal bitte zu... Back auf den neuen Server. Es gab eine kurze Aufnahme. Deswegen wurde ich auch mitten im Satz unterbrochen beim... sagt schnell. Im Schreiben, beim Text. Ich wurde sofort wieder zurückgeportet. Und deswegen fehlt ein Stück der Aufnahme. Das habe ich gerade zwischendurch gesehen, weil Fraps abgebrochen ist. Naja, wir sind jetzt hier auf der neuen Map. Und hier habe ich auch noch eine ganze Menge zu zeigen. Hier stehen die ganzen Miezen. Wir gehen mal zu der Anfangsstadt zurück, weil... Falls wirklich ein paar von euch, die dieses Video jetzt sehen sollten im Nachhinein... Die werden hier herzlich willkommen in Demantia oder Demencia oder wahrscheinlich Demencia, weil... So schnell wie man hier ist, wird man auch wieder weg und vergisst das auch alles durch Demenz. Wer bist denn du? Ich kenne dich ja noch gar nicht. Und TNT. Du und TNT zusammen, das ist eine ganz schlechte... Du bist mir nicht hier heuer. Ganz und gar... Da steht ja noch eine. Und noch einer. Was soll denn das? Naja, auf jeden Fall. Hier kommen wir alle aus. Oder ihr, wenn ihr mal irgendwann dazukommt. Kommt ihr ja alle hin. Und startet genau hier, soweit ich das noch weiß. Ich denke mal zumindest, dass es so ist. Und kriegt hier ein paar Vorräte gespendet aus den Boxen. Falls es denn möglich ist, ich kann ja, falls ihr Interesse habt, auf diesen Server zu kommen, ich kann den lieben Surprise Spudzek mal fragen. Denn ich denke, je mehr hier auf den Server sich herumtubeln, desto besser. Weil je mehr hier am Bauen sind, desto geiler wird es bestimmt. So, diese Pizzen hier, die stehen einmal ringsherum um diese ganze Stadt. Demencia, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Oh, ich sollte mal wieder was essen. Ich bin schon echt am lange hier am Rumrennen. Die stehen, wie gesagt, hier einmal komplett ringsherum um diese ganze Stadt. Und das sind solche Donnerpizzen. Wenn hier sich ein Monster nähert von dem Wald raus und hier reinstiefelt, wird es von einem Blitz erschlagen. Und zwar sofort. Und warum die ganzen Katzen? Ocelots. Die sind wilde Ocelots, aber ein richtig Arsch viele. Warum die hier rumrennen, keine Ahnung, fragt mich nicht. Und was die jetzt, die NPCs hier sollen, das weiß ich allerdings auch nicht. Ich würde den liebsten schlagen, aber ich tue es mal einfach nicht. So, ich kenne mich hier persönlich auch nicht mal so wirklich aus. Ich weiß, da hinten ist irgendwie so ein Baumhausgehangel. Das zeige ich euch einfach mal beim nächsten Mal, weil die Folgen, die sind jetzt schon sehr lang. Wir zeigen mal einfach mal noch kurz Dave's It's Dangerous to Go Alone, Take One of These. Ja, da habt ihr dann solch, was haben wir denn da stehen? Wir haben da Boxen stehen, wo Verfledungen drin ist und ein paar Waffen, soweit ich das weiß, für die Neuanfänger, die dann sich auf eigene Faust hin begeben, so wie ich das gemacht habe. Ich bin sofort von der Stadt irgendwo hingerannt und habe mir da hinten mein Domizil aufgebaut. Auf jeden Fall, hier sind wir auf Daves hübschen Bauernhof. Er hat hier das schöne Gronkhaus wieder nachgestellt. Wir können auch mal eben kurz reingucken. Mit eigenem Teppich statt mal Holz. Ist auch mal eine nette Innovation.
Scheinbar guckt er wirklich regelmäßig Gronkh, weil so hat das nämlich Gronkh auch gemacht. Kommt da auch was raus, wenn man draufklickt? Tatsächlich. Ha, den Keks klaue ich jetzt. Ha, fick dich, Dave. Nein, Spaß. Alles easy. Hat er auch hier diese Netawarzen? Ich muss jetzt mal gucken. Tut mir leid, Leute. Ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig. Ach nee, nee. Komm, das ist ein Nager. Da gehen wir nicht dran. Ach so. Nö, er hat das schöner gelöst. Also ich finde das vom Aufbau ja wesentlich schöner als das, was Dave gemacht hat. Ach, jetzt bin ich schon Tonka. Was Gronkh gemacht hat, weil, der hat ja da einfach nur einen langen Flur reingebaut aus Cobblestone, ein paar Stairs. Und falls jemand die Let's Plays davon sieht, sie sind lohnenswert. Aber sonst ist eigentlich hier alles original gehalten wie bei Gronkh. Vielleicht nicht von den Maßen her, ich weiß es nicht. Aber sonst, schick Dave. Respekt, in meinem Texture-Pack finde ich aber ehrlich gesagt wirklich schick. Ist so ein Mischmasch aus allem. Ach so, ich dachte, warum kommst du da nicht weiter? Hier, die schicke Mühle, da gucken wir auch mal rein. Ich habe noch nie in diese Gronkh-Mühle reingeguckt. Da Dave das so schön hier aufbauen kann, kann ich eigentlich jetzt pennen gehen. Das wird wohl nicht funktionieren. Ne, tut's auch nicht. Back to work. Dann kicken wir mal hier in die Dings hinein. Ich sag's mal so. Wenn viel zu zeigen ist, werde ich euch auch, wenn ihr darauf Lust habt, gerne diese Let's Plays, ich bin nicht an dieses Wort Let's Show so gewöhnt, werde ich euch davon auch gerne mehr bieten, aber ich denke eher, davon wird es eher weniger geben, da dieser Server, ich glaube momentan, jetzt bin ich nur mit dem Serverersteller hier, mehr, wie soll ich sagen, zu wenig hier daran arbeiten, um das, wo bin ich denn jetzt hier? Hier war ich auch noch nie drin. Um dass es so viel zu zeigen gibt, weil nicht viele hier am Bauen sind. Nein, 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 ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Alter, du Hurensohn. Es hat auch noch eine Kiste von Dave zertrümmert. Ja, das ist zum Beispiel der Nachteil an diesen blöden Welten. Na, was soll ich machen? Dave, falls du das hier siehst und dich aufregst, ich schenke dir ein paar Diamanten. Habe ich ein Schild dabei? Nein. Komm, wir setzen gleich. Zum Ende des Let's Plays senden wir Dave eine Kiste und dann machen wir das mal. Ich sag schon wieder Let's Play. Wir begeben uns jetzt einfach mal zurück, backward, zu dem Ursprung allens. Huch! Serverleck. So, ich habe immer mein eigenes Minecart dabei, damit ich immer schön hin und her komme. Jetzt habe ich mein Schwert auch noch vor Schreck weggeworfen. Das geht ja gar nicht. Ich krieg immer hier eins aufs Maul, wenn ich hier lang falle. Das ist unglaublich. Ich verstehe es nicht. Alter, jetzt hör auf, mir aufs Maul zu geben. So, wir gehen mal einfach jetzt mal in Daves Bude rein, weil die habe ich mir noch nie angeguckt. Und ich hoffe, die ist genug ausgeleuchtet, dass da keine Viecher drin rumlaufen. Es tut mir leid, Dave, an dieser Stelle, dass hier einen Creeper, der das hochgejagt hat. Das war nicht meine Absicht, den habe ich auch nur gesehen, als ich gerade da war, um mal kurz mich zu entschuldigen. Ich hoffe, da ist jetzt nichts Sonderliches. Wir gucken einfach mal in Daves rein, um dieses Let's Show zu komplimentieren, um es vollständig zu machen. Was haben wir denn hier? Ich war hier noch nie bei Dave gewesen. Wir schauen einfach mal. Huch. Ich bin immer jetzt ganz vorsichtig, dass hier nicht nochmal in die Luft fliegt. Das will ich nämlich nicht. Ich glaube, das sind Lapisblöcke, oder? Schick, schick, finde ich. Oh, ich dachte gerade, da sitzt ein Viecher. Ja, möppel mich nicht an. Ich bin nicht dazu. Oh, wo bin ich denn hier? Bin ich komplett. Komme ich jetzt gerade daher? Nee, ne? Nee, kann gar nicht. Wir kicken einfach mal. Okay, hier gibt eine Treppe zum Fenster. Können wir einmal kicken? Wunderschön. Alles tutti, bringt mir gleich einen Ständer. Hier einen schönen Pool mit P. Ich denke mal für Psycho, wie Dr. Psycho, unser lieber Dave, den ihr auch noch aus den Amnesia-Let's Plays kennen solltet. Oh, ich dachte, da kriegt gerade ein Creeper raus. Ich habe schon einen halben Herzkasper bekommen. Frag mich gerade, wo ich hier bin. Wir kicken uns einfach mal, wenn wir mehr Zeit haben, bei Dave dann auch an. Ich zeige euch nochmal eben meine Buden, die ich hier schon gebaut habe. Ich habe nicht viel gebaut, wie ich das schon sagte. Aber es reicht. Es reicht. Ich bin damit zufrieden, wa? So, da unten. Da habe ich meine Anfänger. Ich bin sofort von, als ich hier gespawnt bin,
von dem Dschungel weggerannt und habe mir bei den schönen Bergen hier mein Domizil errichtet. Das ist mein Minenhaus. Minenhaus Lagerhaus von Legend Ganondorf, so heiße ich nämlich in Minecraft. Und ja, hier steht mein Bettchen, falls ich mal müde bin. Hier sind meine ganzen Tiere, falls ich mal hungrig bin oder mir ein Bettchen bauen muss. Und da geht es dann ganz tief runter zu der Mine, beziehungsweise zu meinen Viechern. Ja, mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu zeigen in meinem Meme-Haus. Ich habe dann oben noch auf dem Dachboden, habe ich dann mein Lagerhaus gebaut. Dieses kleine. Ich hatte keinen Bock mehr Kisten zu bauen, das war mir dann doch zu nervig. Und aufwärts geht's dann zu den noblen Etagen, sage ich mal ganz vorsichtig, die man gerade auch wohl schon kurz gesehen hat. Was das da hinten soll, könnte mir auch mal irgendjemand sagen, denn das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, dieser leuchtende Fleck. Gib her. So, angekommen hier oben, mein Leuchtturm. Ich habe nämlich auch einen Leuchtturm gebaut. Komm, dann gehen wir mal kurz hoch, dann können wir vielleicht mal einen schönen Überblick bekommen. Renn, du Sau. So. Hoch. Hoch, 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 hoch. Ich bin mal gespannt, wie viel Videomaterial das ist. Ja, der ist auch quasi Gronkh nachempfunden, nur dass ich, was heißt Gronkh nachempfunden? Ein Leuchtturm sieht immer so aus. Und bei Gronkh sah der nicht so eckig aus wie bei mir. Und der hatte da Lava. Pah! Eigenkonstruktion. Hier kann ich mal einmal schön rübersehen. Und wenn man dann da hinten wirklich am Ende dieser Line ist, dann kann man schon den Leuchtturm wirklich leuchten sehen. Ist schön gemacht, finde ich. Gut, Eigenlob stinkt. Ja, sagtet ruhig. Sagtet ruhig. Oh, ich darf nicht gleich vergessen, hier Dave sein Dings zu erstatten. Das werde ich auch gleich tun. Bevor das Zeug verschwindet. Ansonsten aber sich bei mir beschweren. Mir fehlt da was. Und da ist schon ein Creeper. Und ich kriege gerade einen Anruf. Das ist noch viel schlimmer. Ich zeige euch auch nochmal eben das hier schnell. Boah, dieses Pingeln, das geht mir auf die Nerven. Das ist ein Monster Respawner der Goldart, der Mediumart, damit die Monster hier nicht spawnen. Fick dich! Hier ist von wegen keine Monster spawnen. Die Dinger sind inaktiv. Das ist hier auf jeden Fall mein griechisches Gebäude. Ich zeige euch nochmal eben kurz. Und außen, der kommt mir auch noch hinterher. Der kommt mir auch noch hinterher. Dieser Hurensohn, wenn ich jetzt ein vernünftiges Schwert dabei hätte, ich würde, was ich mit dem tun würde, das wolltet ihr gar nicht wissen. Diamoti. So, mein griechisches Gebäude steht hier auch oben und... Boah, hörst du wohl auf? Ich grabe mich jetzt im Boden ein. Und ich will Gravel oben drauf. Warum verliere ich ein Leben? Verarschen? Achso. Ja gut, jetzt ist es gerade dunkel, Leute. Ich mache euch mal ein bisschen Licht. Auf YouTube sieht man es wahrscheinlich nicht mehr. So. Ich verabschiede mich mit diesen Worten. Danke fürs Zuschauen, für die wahrscheinlich jetzt 30, 40 Minuten. Was ist denn das jetzt schon wieder? Die ich hier rumtinge. Fick dich. Ich baue jetzt hier wieder ein Steinchen vor. So. Die ich hier rumtinge. Ach da, guck mal, da haben wir noch einen NPC. Dörflein-Tempel. Auch nicht schlecht. Und ich danke euch fürs Zugucken. Falls ihr nochmal irgendwann in Zukunft mehr sehen wollt von diesem Server, beziehungsweise auf diesen Server joinen wollt und mithelfen wollt, wendet euch ruhig per persönliche Nachricht an mich und ich werde versuchen, es in Umlauf zu bringen. Aber dazu sei vermerkt, ihr braucht die Originalversion von Minecraft, kein Crack. Also, bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein und viel Spaß und ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ciao, liebe Freunde.